Hier ist wieder die Nizi und ich sag euch ein herzliches Hallo. Ich fange das Video an, da wo ich bei meinem letzten Video aufgehört habe, denn von hier ist es nicht weit zu dem Punkt, wo ich gerne hin möchte und euch etwas zeigen möchte. Kennen vielleicht auch schon einige, aber wie gesagt, das Video ist für Leute, die halt nicht so gerne durch die Gegend fliegen und sich Sachen anschauen. Wenn man hier Richtung Sumpfland fliegt, dann seht ihr schon, dass hier ein Dorf kommt. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich möchte hier nicht unbedingt Leute abkillen. Hier ist ein Stall. So etwas Ähnliches hatte ich euch schon mal gezeigt. Und ein kleines Haus. Da ist die Tür verschlossen. Man kann da nicht reingehen. Hier befinden sich halt lauter Bauern. Seht ihr hier schon bäuerliche Gerätschaften, Schubkarren. Hier sind Felder. Und das ist eigentlich ein ziemlich großes Dorf. Das geht hier noch weiter. Hier seht ihr auch Felder mit Kühen drauf. Und es geht noch weiter. Jetzt muss ich mal schauen. Hier ist noch ein Haus. Da ist auch die Tür verschlossen, man kann also nicht reingehen. Hier ist ein kleiner See und ein Wasserfall. Ich weiß gar nicht, was machen die beiden hier. Die sind mir wohlgesonnen, obwohl die anderen alle feindlich sind. Ich habe keine Ahnung. Man kann die nicht ansprechen, man kann nicht interagieren mit denen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was dieses Dorf soll, ob das mal hier früher irgendwie ein Questgebiet werden sollte. Wie gesagt, die Türen sind alle verschlossen. Hier könnt ihr sehen. Hier auch. Hier sind sogar Art Übungspuppen. Ah, hier kann man reingehen. Das werde ich auch gleich mal machen. Das habe ich noch nicht gesehen. Aber es ist alles leer, aber ein Feuer brennt. Na super. Nichts drin, aber Feuer an. Was für eine Verschwendung. Nee, nee, nee. Ja. Ich glaube, wir sind hier auch durch. Ich glaube, meine Kameraführung war jetzt gerade ein wenig bescheuert. Ich zeige euch das nochmal von hier oben. Und schwenkt mal so ein bisschen rum. Ja, finde ich ganz nett gemacht. Wie gesagt, es ist ziemlich groß. Und ich denke, dass es vielleicht mal ein Questgebiet werden sollte oder wie auch immer. Ich habe, wie immer, keine Ahnung. So, hier ist ein Durchgang, verschlossen. Ich nehme mal an, man sollte damals hier von Eisenschmiede bzw. Dun Morog irgendwie durch einen Tunnel ins Sumpfland kommen. Und Blizzard hat sich das alles anders überlegt. Aber ich denke, das wird ein Geheimnis bleiben. Es sei denn, man findet irgendetwas im Internet darüber. Aber soweit recherchiere ich nicht. Denn es geht mir darum, euch einfach nur mal andere Orte zu zeigen. Und zwar für die Leute, die halt nicht so oft rumkommen und es halt trotzdem interessiert. So, dann sage ich bis bald, eure Nizi.